Herzlich willkommen zurück zu Skyrim im Hübsch und ich nehme immer noch mit der 50 Frames Auflösung auf und es wird auch die Nacht wahrscheinlich so üblich bleiben. Und wir wollen ja noch immer hier vorne hin. Das bedeutet, wir müssen weiter geradeaus laufen. Und da schwebt ein Stuhl in der Luft. Ach nein. Ups. Wer ist das? Können wir irgendwie halt. Mit dir... Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Das ist zu dumm. Wie wollt ihr denn einen Heiler bezahlen, nachdem wir euch den Schädel eingeschlagen haben? Ihr hättet nie herkommen sollen. In diesen Tagen einfach nicht sicher. Mehr! Kommt ihr nicht drauf? Oh. Für so etwas habe ich keine Zeit. Die ist ja gut drauf. Das bedeutet, die können wir ruhig benutzen. Wenn ihr tot seid, kann ich... Ah. Nächster Bandit. Hier kommen doch bestimmt auch noch ein paar raus. Oder? Na? Nee, die fliegen zu kurz. Schade. Egal, ich würde sagen... Du kommst mal mit hoch. Oh, wir haben hier eine Kommode. Wie schön. Nichts, was wir brauchen können. Was haben wir denn hier noch? Was? Na? Nicht mit mir. Der hat ja auch einiges dabei. Okay, wir können... Ich glaube, wir... Käse. Goated Cheese. Ziegenkäse. Ich glaube, wir können weiterlaufen. Dann laufen wir eben weiter zu unserem Grab. Besteige mein Pferd. Und lauf weiter. Delfine. Ja, Delfine? Ja, Delfine. So. Komm, sprinte mein liebes Pferd. Ich muss sagen, auf den Aufnahmen sieht das aber noch immer nicht immer ziemlich ruckelig aus. Egal. Wir müssen weiter über den Fluss und dann nach. Okay. Gut. Komm, lauf weiter. Lauf, 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 lauf. Das wird jetzt wieder nur eine Wanderfolge. Na, mein Pferd hat wieder keine Ausdauer. Natürlich. Boah, das Pferd ist ja langsam. Also, das muss man ja mal sagen. So, ist hier die Weggabelung. Mal gucken. Genau. Hier nach. Da. Spring mein Pferd und sprinte. Lauf.
schönes Pferd. Komm, immer weiter. Immer schneller, immer höher. Immer bescheuerter. Oh, wen haben wir denn da? Können wir auch mal fragen. Es ist immer schön. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Er würde ich sperren, geht. Eigentlich schon. Ihr seht so aus, als könntet ihr ganz schlecht mit Gold umgehen. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr hättet nie herkommen sollen. Aua! Hallo! Hör auf mich zu schlagen. Verdammt nochmal. Naja, immerhin hat der Dietriche Eisenpfeile genügend. Granatsteine. Eine Magierkapuze, die nichts bringt. Aber hey. Huhu. Ich kann ja mal gucken, wie viel. Na, zeig mal meine Ausrüstung. Die hat ein Gewicht von 6 und Rüstung. Ja, kaiserliche Armschienen. Und das sind Lederarmschienen. Die haben genau das gleiche, sind aber noch nicht fein. Dann nehme ich ja natürlich das. Fellstiefel oder. Nein, was habe ich gerade an? Kaiserliche Stiefel. Ja, dann ziehen wir das mal alles an. Und die Halskette der geringen Ausdauer. So. Komm, Olga. Ach, das ist das Pferd von Olga. Egal. Wir gehen weiter. Wir müssen zu unserem Ziel, eher die Folge zu Ende ist. Oder ich möchte zu dem Ziel, eher die Folge zu Ende ist. Muss ich ehrlich sagen. Mischwasserarm entdeckt. Mischwassermühle. Ja, wieso nicht? Aber was ist denn eine Mischwassermühle? Wird die also mit Salz und irgendwas anderem betrieben? Oder wie soll ich mir das erklären? Egal, wo sind wir denn? Oh, wir müssten irgendwann rüber. Oh, Löwen. Ein Säbelzahntiger. Hallo? Ein bisschen vorlaufen, drehen, ziehen und... Dann müssen wir halt absteigen. Hallo, haben die KI-Aussetzer? Sieht zumindest so aus. Egal. Die haben super Pelz. Kann man Leder machen. Wunderschön. Ach, da hinten ist noch der Säbelzahntiger, ne? Oder? Oh mein Gott! Ja. Warte. Objekte. Kleiner Trank. Wo haben wir kleiner Zaubertrank der Gesundheit? Genau. Dann, wo haben wir das eine Eisenschwertfunken? Kaiserliches Schwert. Stahlschwert. Nehmen wir mal das. Und unser Pelzschild. Genau. Wow!
Wow. Scheiß Tiger. Säbelzahntigerauge. Komm hoch mit dir. Wir wollen. Ach, da hat uns jemand wieder eingeholt. Ist wunderschön. Können wir zusammen weiter. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht die beste Art, war, mich vorzustellen. Aber als Gewohnheiten. Ihr wisst schon. Gut. Wir wissen, wer ihr seid. Also kommt ihr jetzt besser sofort mit uns. Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet. Und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin und komm zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, ich hoffe, ihr seid ein Drachen. Euch vorher, wirklich. Dass es die richtige Aber Person ist. Das werden wir ist. Bald genug herausfinden. Cool. Also abwarten hilft manchmal. So, wo laufen wir denn eigentlich hin? Wir laufen in die richtige Richtung. Schön. Wir machen mal kurz einen kleinen Abstecher nach diesem Teil hier. Oder? Ist das die richtige Richtung? Ja. Aber wir machen mal kurz einen kleinen Abstecher da rein. Damit wir das auch hier entdeckt haben, damit wir hier hinreisen können. Stelle von Wilhelm. Laufen wir ein bisschen weiter. Damit wir auch Windhelm entdecken. Okay, können wir nicht entdecken. Schade. Laufen wir wieder zurück. Naja, zumindest haben wir die Stelle entdeckt. Und ich würde sagen, hier kann ich auch einfach mein Pferd ab... Nö, ich nehme mein Pferd einfach mit. Ist viel einfacher. Müsst ihr da hochgehen. Genau. Komm, Pferdchen, lauf. Durch diese... Wow. Da hat es Ruckler gegeben. Durch diese wunderschönen Gebilde. Lauf immer weiter. Na komm. Wir müssten gleich am Ziel sein. Das ist auch das Ziel meiner Reise gewesen, am Ziel anzukommen. Wieso laufen wir jetzt wieder hier hoch? Oh, ich fürchte. Der Drache ist schon erschienen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkommen kann. Ah, hier. Gut, weiter nach oben. Ach, hier kann ich nicht weiter. Doch. Ja, wir sind da. Salagni. Ziel Grodova Ulze. Slentid Wo. Was? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich fürchte, die haben mich schon entdeckt. Alduin-Turi. Boantit Fokria Srikse Jun Krusik. Geh, Salabnir, Talibir. Fullo sei Dovakin. Zu Koraf nit null doof Dori. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt.
Salognir. Krieger Jo. Tut mir leid, ich unterbreche, aber ich hätte gerne, um ehrlich zu sein, meinen Bogen. Ein Eisdrache. Ich bin Salognir. Hört meine Stimme. Ach, das ist nur eine Wache. Gut. Soll ich den jetzt angreifen oder was soll ich mit dem machen? Ich greife den einfach mal an. Aber ich glaube, ich kann nicht viel gegen den ausrichten. Doch, ich muss den angreifen. Wow! Oh, verdammt. Wie soll ich den denn treffen? Aua! Hallo. Komm runter. Ich hätte gerne einmal, meinen Spruch. Nein, nicht den, nicht den. Nicht den. Wo ist der? Der unerbittliche Macht, genau. Und dann hätte ich gerne noch einmal, Trank der Frostresistenz. Haben wir noch irgendwas Stärkeres? Trank der Ring Masika, Trank der kleinen Heilung. Ja. Trank des Blockieren, Scharmützels, Krieger, Falschen, Veränderung, Krankheitsheilung. Nein, 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 nein. Dann nehme ich Frostresistenz. Wo bist du? Da. Ist natürlich jetzt doof. Hallo? Nein, jetzt habe ich... Hallo? Trank der kleinen Heilung. Warte mal. Wieso? Wieso komme ich jetzt... Wieso bekomme ich jetzt keine... Welche... Aua. Was hast du jetzt mit mir gemacht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Oh, mein Genick sieht ganz schön böse angeschlagen aus. Wo bist du? Verdammt, wie soll ich dagegen kämpfen? Meine Stimme ist zu lange stumm gewesen. Komm, hau ab. Nein, nicht abhauen, komm zu mir. Schießkunst verbessern, das ist mir egal. Ich brauche... Oh. Was ist los mit dir, Drache? Dovahkiin,
Wow. Eure Stimme ist stark für einen Sterblichen. Warte! Nein, 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 nein! Nein! Wieso bin ich tot? Nein! Oh. Okay, wir müssen jetzt Schluss machen. Im nächsten Kampf werde ich das bestimmt besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao!